herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Downy vs. Hydronic, Hydronic vs. Downy mit Hydronic aka Kusha. Hallo. Moin, Meister. Und ich sehe schon, wir haben uns beide echt viel Mühe bei den Spitznamen gegeben. Ja. Uiuiuiui. Hä? Wir spielen Pokémon Battle Revolution. Wir machen ein knackiges Battle und gucken einfach mal, wie der Kampf so ausgeht. Wir haben uns dazu entschieden, dass man zwei Oyo, zwei Yoyo und zwei Enyumons mitnehmen muss. Das und es ist quasi ein ganz normales Single Battle. Irgendwann werden wir sicher auch Doubles machen. Und bei Kusha gab es auch einen Kampf. So, falls ich über den Kommentator oder so drüber rede, ist mir das egal, weil ich bin der bessere Kommentator. Okay. Ich habe leider die nicht gefunden, wo ich die Sprüche bearbeiten kann, aber wird schon. Oh, hallo. Oh, das ist aber ein knackiger Lied für mich, muss ich sagen. Das ist Können wir kurz darüber reden, dass ich legitim finde, dass also ich bin ehrlich zu euch, ich finde das hier hat mehr Charme als Schwert und Schild, bin ich ganz ehrlich. Oh, stimmt, man kann die Gegner bei uns gar nicht sehen, ne? Ja, das ist richtig. Das ja? war aber auch schon ein bisschen 8 so, Donny. Gut, dass ich das vor meinem BRL-Kampf erfahren habe, denn... Das bedeutet für mich, ich werde garantiert Dingsen mir die aufschreiben müssen. Bleibst drin, okay, das will. Okay. Ja, geile Giftspitze und dieser Meister. Zugabe kann der. Oh. Ja, ja. Okay. Das wusste ich nicht. Jetzt überlege ich gerade, was du noch so hast. Ich glaube, ich weiß, was du noch so hast. Im Groben zumindest habe ich das noch ein bisschen im Kopf. Ich habe eigentlich jetzt. Aber ich mag, wie Noctuska da so danced, Junge, der mit seinen beiden Ärmchen, so die der so nach links und rechts swingt. Ich feiere allgemein die Sprites. Ja, die sind so Wobei geil. Wobei Nidoqueen ein bisschen weird aussieht, muss ich gestehen. Aber hey. Ja, manche sehen so ein bisschen eng aus. Tatsächlich, Zapdos sieht auch ein bisschen. Ich weiß nicht, der tut mir irgendwie leid, so der, wenn ich den mir dann so anschaue. So. Ich finde es ja mega geil, dass die Giftspitzen da einfach liegen. Also die bleiben. Also ja, man ja. sieht sie aktiv da, das wusste ich gar nicht. Sogar jetzt hier in der Animation. Ach du Scheiße, ist das geil. Also, okay, wenn man jetzt noch mal wüsste, was du alles im Team hättest, wäre das natürlich auch unfassbar vom Vorteil. Ja, das wäre unfassbar cool, ne? Das wäre schon echt knackig, muss ich sagen. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Schwierig. Da wird eine nicht sehr effektive Kraftreserve... Warte mal. Was ist die Kraftreserve? Ich wusste nicht mehr genau, was für ein Team hat, das bin ich ehrlich. Warte mal. Was? Ich war mir unsicher, welches Boden-Pokémon du hattest. Aber ich glaube, ich weiß es jetzt gerade wieder. Und ich dachte, du schickst ein Boden-Pokémon jetzt einfach rein. Hast du Kraftreserve Wasser oder wie? Oder Feuer oder weiß Kampf? Weiß man nicht, was für eine Kampf, Kraftreserve ich habe, ne? Nee, Kampf wäre sehr effektiv gewesen. Kampf gegen Noctuska. Nee, dann ist es wahrscheinlich Wasser. Das wird sicher sein. Also ich kann dir sagen, ich habe eine sinnvolle Kraftreserve. Jetzt vielleicht nicht gegen eins deiner Pokémon, aber im Allgemeinen eine sehr sinnvolle Kraftreserve. Okay. Willst du dich ein bisschen in dem Meta auskennen, wüsstest du es auch? Ja, ich kenne mich leider nicht in dem Meter aus, das ist das Problem. Ich wünschte, ja, ich würde. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Latias, also okay. Ja, aber jetzt kommt die Elektroattacke halt oder die Hitzewelle. Och! Und sie misst auch noch. Maschallah. Du schau wieder nur durch Hexam gewinnen. Nur durch Hexam gewinnen, Junge, dieser Hydronik. Ich hasse kotze ihn. Im Strahl. Die zwei Layer Spikes finde ich nicht ganz so angenehm. Ach ja. Ganz ehrlich. Die kann ich jetzt nicht so und so sehen, sogar, ne? Hubba Bubba. Ja, mein mächtiges Slowking. Lecker. Aua. Wie viel macht das jetzt? Ich bin gespannt. Ja, das wird wahrscheinlich ziemlich viel machen. Aua, 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 aua. Uiuiuiuiui. Als ob das so viel macht. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Bin ich ehrlich. Ganz, ganz schwierig. Och. Schwierig liegt jetzt im Auge des Betrachters. Nee, ich bin mir da schon sehr, 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 sehr sicher. Okay, na gut. Ey, sieht so gut aus. Schade, Slowking, du hast es versucht. Ja, schade, Slowking, du hast es echt versucht. Das war's dann wohl mit Hubba Bubba. Schade, Hubba Bubba. Ja, der hat auf jeden Fall sehr viel in diesem Kampf gemacht, aber den Trade werde ich wahrscheinlich nehmen. Hoffentlich macht er mehr in der BRL bei dir. Ja, ich hoffe es. Aber da weiß ich ja auch, dass Latias im Gegnerteam kommt. Wir nehmen das übrigens auch, als da hat Downy noch gar keine Kämpfe gemacht. Oh nein, richtig. Oh nein, der hat Verfolgung. Ach nein. Ich hab vergessen, dass dieser Scheißhub existiert, Junge. Deshalb habe ich auch gesagt, es ist eigentlich okay, wenn du mich jetzt tatsächlich mit Dings bearbeitest und auf minus 4 gehst, weil damit kill ich dich dann sicher. Oh, Manu. Aber ich werde halt trotzdem wahrscheinlich potenziell den Chip hinterlassen bekommen. Das ist halt die nervige Sache. Aber Belex, mein Boy, der macht das jetzt. Der ist Belex, weil ich hatte keine andere Idee und ich verbinde es inzwischen mit dem.
Verfolgung, wer hätte damit nur gerechnet? Oh Mann! Macht das? Ja, das hätte ich ja, nicht gelebt. Wolski. Nein, hab natürlich nicht. Was hast du denn gedacht, dass du das lebst? Als so, jetzt nochmal ein Dracov minus 4. Wie viel macht der? Wahrscheinlich immer noch ganz guten Damage. Nimmt man mit. Leider. Leider immer noch sehr guten Damage, muss ich gestehen. Das finde ich nicht sehr angenehm. Aber was ich sag, Latias dafür rausnehmen, ist eine unfassbar wichtige Sache. Ja, das ist richtig. Latias ist sehr, sehr geil in der. Weil der hat, hat mein Zapdos gehardcheckt. Na, das da konnte ich nichts gegen machen. Ja, das ist nervig. Das ist nervig. Deshalb finde ich es tatsächlich sehr gut, dass ich den gerade wegpursue-trappen kann. Hier sehen wir die gute Gen 4-Mechanik-Verfolgung! In Live-Action! Stimmt, die gab es nur in Gen 4 tatsächlich. Ja. Okay. Also ich sag, in Gen 4 habe ich die halt am häufigsten gesehen. Turtok also. Na gut. Turtok vergiftet. Geil. Wen hattest du nochmal im Team? Oh fuck, ich hätte mir das aufschreiben sollen oder sowas. Du hattest Zapdos und Snibuna. Du hattest Stolos und Slowking. Ich habe keine Ahnung mehr, was du im Yu-Yu dabei hattest. Komm, wir gehen. Tja. Das sind die Questions, die man sich stellt. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wie ich das spiele. Ich hoffe, es ist einfach. Mann, wenn ich jetzt wüsste, was du noch so hast, ob ich. Ha. Wollen wir es uns gegenseitig sagen, Downy? Nee. Okay. Weil ich weiß nicht, ob das mir jetzt einen Vorteil bringt oder nicht. Deshalb lassen wir das. Ich sage, ich calle, ich kritte dich jetzt einfach weg. Nee. Das wäre jetzt eklig. Doch, find ich sehr geil. Aber es ist wirklich ein Crit. Ach du Scheiße. Free, Freunde, habe ich gecallt, waren also keine Hex. Dafür hast du mich in meine mächtige Zitrobeeren-Range gebracht. Ah ja. Turbodreher, wer hat damit nur gerechnet? Keiner. So. Schade, Belex, du wurdest von einem Turbodreher getötet, ein bisschen unangenehm, aber was soll's. Ich frage. Sag, eigentlich der vergiftet werden sollte, ist Turtok und dementsprechend ist das komplett okay. Und Latias ist jetzt weg und ich weiß, du hast Noctuska, Stalos, den Boy da, Turtok. Ich weiß nicht mehr, was du in Oyo noch hattest. Keine Ahnung. Das ich weiß nur, dass Zapdos jetzt, glaube ich, unfassbar lecker aussieht. Weil Latias ist das weg. Sagt man tatsächlich. ich glaube, ich gehe mal für den jetzt. Mach das. Die blaue Seite ruft ihr Pokémon zurück. Mach das. Kommt jetzt Stalos? Nein, Legger ist noch da. Legger. Okay. Legger. Oh, tatsächlich sehr gut. Das finde ich nicht so gut. Aber ich glaube, das ist jetzt mein Moment. Okay. Die blaue Seite. Na fuck, gehst du jetzt in Stolos? Nö. Nee. Okay. Das ist okay für mich. Ich gehe in meinen Spinner. Der spinnt. Mann, mich nervt, dass ich nicht genau weiß, was du noch so hast. Toxin, okay. Das ist fein. Mein Bildschirm hat sich gerade verschoben. Ja, bei mir was auch, bei mir das? Auch, bei mir auch. Beim Toxin, was soll denn die Scheiße? Hey! Das war ein bisschen weird. Toxin. Boah, wenn das jetzt wirklich immer so ist, ist ja mega nervig. Ja, dann drück ich jetzt nur noch Toxin, Alter. Scheiß auf Downys Video. Oha, Arsch. Wie viel AP diese scheiß Turbodreher-Attacke hat? Ich flippe aus. 64, ne? Ja, 64. Die mächtige Turbodreher-Attacke. Okay, wenn du jetzt einen Geist hast, dann habe ich ein Problem. Aber ich habe nicht mehr im Kopf, ob du einen Geist hast. Aber ich glaube nicht. Ah, den hast du noch. Okay. Ja, den habe ich noch. Da drehe ich, da spinnen wir erstmal schön gegen. Okay, der ist actually ein Ticken sehr nervig. Mhm. Aber jetzt muss ich überlegen. Das heißt, du hast Machomai, du hast einen Schlurpleck, du hast einen Stalos. Und Noctuska, das heißt, ich weiß jetzt, welche Pokémon du noch hast. Das ein ist eine Träumchen. Ganz gute Sache. Ja, finde ich wirklich ein Träumchen, muss ich gestehen. Finde ich tatsächlich sogar sehr, sehr gut, weil jetzt weiß ich, glaube ich, Groben, wie ich das Ganze machen kann. Da ist Nidoqueen wieder. Setz Wuchtschlag ein. Uiuiuiui. Ja, ah, macht okay einen Schaden. Spielt wieder also auf Hex, der gute Kuchen. Oh ja. Die geile Verwirrung jetzt erstmal. Ja, die finde ich nicht ganz so geil. Die finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so geil. Wirklich? So, jetzt muss ich nur überlegen. Hm, ha, ist schwierig. Auch. Ich wünschte, wäre es vergiftet. Das wäre ich wünschte, ich hätte Latias doch. Ja, das glaube ich dir, dass du das sagst. Ey, ich hasse Verfolgung. Das ist ja so ein Drecksmove, Alter. Ich finde ihn ziemlich nice. Gerade in dem Matchup, muss ich sagen, finde ich ihn sehr geil. Komm, wir machen einfach mal das, glaube ich.
Komm, triff dich selber. Nein, triff dich nicht selber. Jawoll! Das ist so lame. Das Problem ist, du siehst es auch immer ein bisschen davor und dann kommt deine Reaktion immer früher. Gegenstoß. Ich sag einfach nichts. Na gut, gegen was auch immer du Gegenstoß drücken wolltest. Tja. Also, gab legit kein Mon mehr gegen, dass du das hättest. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob du noch einen Geist hast oder so, hä? Okay. Ja, das macht die Sache jetzt ein bisschen knifflig, muss ich gestehen. Das macht die Sache jetzt ein bisschen kniffliger. Schlag dich jetzt bloß nicht nochmal selbst. Oh mein Gott! Let's go! Es ist halt so lächerlich. Let's go! Das wäre halt einmal Hazards und einmal Chip gewesen, wow. Mm, wow. Lecker, lecker, lecker. Schade, Nidoqueen. Danke für absolut gar nichts. Warte mal, wenn Stibuna ist tot und der Nidoqueen ist tot. Okay, und dann Slushu King auch. Du hast noch Zapdos, Stolos und Capoeira, okay. Damit komme ich klar. Du hast keinen Bedroher. Hat der Bedroher eine Gen? Eigentlich hat der Bedroher. Tja, schade. Offensichtlich ja nicht. Hä? Offensichtlich hat der Techniker Downy gute Besserung. Aber ich bin doch davor auch mit einem Bedroher rausgegangen, oder? Naja, Techniker. Oh, dann habe ich doch wohl nicht richtig aufgepasst beim Züchten. Unangenehm jetzt. Echt? Deshalb hat der Turbodreher wahrscheinlich so viel Damage. Boah, das ist ja auch nochmal... Oh mein Gott! So. Hatte ich in meinem Team auch schon Dings drauf? Warte mal. Das will ich jetzt wissen. Oh ja, da war wirklich Techniker drauf. Ich habe anscheinend vergessen, die Fähigkeit zu holen. In deinem Team gegen Milchtüte oder wie? Nein. Achso. Hä? Das ist doch das Capoeira gegen dich, Kusha. Was laberst du? Ach so. Okay, so meinst du. Achso, okay. Okay. Die Death Drops sind natürlich jetzt nicht ganz so angenehm. Ich weiß ja nicht, wie viel Speed du auf deinem Turtok spielst. Absolut keine Chance. Boah, ach stimmt, das Gift ist ja nervig. Ja, das habe ich ja gerade komplett vergessen. Wenn du jetzt eine Prio hast, ist natürlich ungut. Das wäre natürlich jetzt ungünstig. Ja, das wäre jetzt wirklich ungünstig tatsächlich. Ja, das finde ich sehr gut, dass Turtok jetzt auch weg ist. Ja, das glaube ich dir. Okay, das heißt, du hast jetzt noch Stalos, du hast noch einen Noctuska. Und du hast noch Machomai, die drei. Mhm. Das könnte funktionieren. Hey, hätte ich jetzt Bedroh auf diesem dummen Capoeira. Ich glaube, ich gehe jetzt für dich. Wer kommt da jetzt? Stalos, okay. Ja, Stalos tatsächlich. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, das ist nicht ganz so angenehm, muss ich gestehen, aber... Das ist okay, I guess. Ich denke, es ist okay. Ich butter dem jetzt nochmal einen geilen Nahkampf rein. Der sollte auch ordentlich schade. Damage machen. Joa, naja, also hätte mir ja sein können. Hat schon wieder das ein bisschen verschoben. Das ist ja mega nervig. Ja, das ist richtig. Tarnsteine, schwierig. Doch, schwierig, ja. Für das dich ist ja. Nicht ganz so angenehm. So, ey, die Stahl, dass da auch schwebt, sieht auch so nice aus, Alter. Holy shit. Spinner wird durch Dings verletzt. Überreste, na gut. Das ist jetzt eine schwierige Situation, muss ich gestehen. Mhm. Aber hey, was will man machen? Ich hoffe jetzt einfach, du hast nicht nochmal Tarnsteine gelegt. Nee, habe ich leider nicht. Ich war hab nicht drüber nachgedacht. Das war gerade ein bisschen dumm, leider. Das egal. Das war sehr, sehr wichtig, dass wir die Tarnsteine hier nochmal wegbekommen haben. Ja, ach, fick mein Leben. Ah, Mann, wieso bin ich so ein Vollidiot? Ich muss jetzt nämlich mit den restlichen beiden auf jeden Fall irgendwie gewinnen. Und ich habe da noch vor dem einen oder anderen Kandidaten sehr viel Respekt, leider. Mhm. Ha, das könnte schwierig werden. Das könnte sehr, sehr schwierig werden. Machomai, Noctuska und Dings. Also Zapdos kann gegen alle drei gewinnen. Und Stolos ist halt auch irgendwie noch da, aber ich glaube nicht, dass der noch viel machen wird. Aber das könnte man sagen, ja, durchaus. So, bitte lass das reichen. Bitte das nicht. Schon wieder dem Bildschirm ein bisschen an. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist leider wirklich wichtig. Ich muss mal gucken, ob der Bildschirm sich auch im kleinen Format irgendwie dann auch so verschiebt, weil das ja mega nervig. Wenn da mal so ein rechter Balken unten rechts so ist. Aber ja, hey. Ja. Aber hey, so Schlurpleck ist noch. Ah ja, ich habe den vergessen. Ich glaube, ich habe den gar nicht aufgezählt. Ne? Mhm. Das ist ein sehr nerviger Kandidat tatsächlich. Was habe ich nochmal? Okay. Na gut, schauen wir mal, ob da irgendwie was gerissen werden kann. Ach, Downy. Hast du Erdbeben gedrückt? Ach, Downy. Oh, du da bist, okay. Ach, Downy.
von mir aus. Das ist okay. Boah, jetzt einfach ein Donnerblitz, das wär's gewesen. Noctuska. Moin Meister. Ha. Noctuska. Ey, ich finde Noctuska so cool, Junge. Wie geil sieht der denn aus in-game? Mit seinen Ärmchen, Alter, wie der da so nach links und rechts danst. Einfach geile Sau. Okay, Samenbomben kommen. Das ist ein bisschen nervig, aber damit muss ich jetzt leben. Ich habe überlegt, nochmal in Zapdos zu gehen, aber es bringt mir auch nicht so viel. So, Kopfstoß rein in die Masse. Oh, der das wird tatsächlich... Das sollte ein totes Noctuska sein. Wunderbar, das wollte ich sehen. Ja, das war tatsächlich ein totes Noctuska. Wundervoll, wunderschön. Wow, du gewinnst diesen Kampf potenziell wahrscheinlich echt wegen Verwirrung. Ich krieg zu viel. Ja, ah. Also... Ja, vielleicht. Ich hasse alles daran. Moin, Chef. Ich würde gerne einmal einen Wuchtschlag zum Mitnehmen nehmen, wenn das okay ist. Nee, ist nicht okay. Okay. Ist halt wirklich nicht okay. Jetzt muss ich, ja, ich muss über Verwirrung drüber kommen. Mhm. Und das Schlurpeleck existiert leider auch noch. Gibt seine Fähigkeit der Zwinger. Wie viel AP hat Wuchtschlag? 20. Oh, weiß ich jetzt nicht. Guck ich mal nach. Ah, das ist ja langweilig, hä? Machamp. Hat mit Dynamic Punch 8. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass das 8 hat. Ja, okay. Boah, ist das nervig. Ich hasse alles an diesem Match. Jetzt triffst du dich also halt eh selber, deswegen... Eigentlich noch der Schlaglich nicht ja, selber. Eben. Das war ja das komplett so klar. Lächerlich. Das war ja komplett wie, also, klar auch. Wie du dich durchhackst, ist halt echt ja, nicht mehr es ist witzig. Downy. Guck mal, es wurde mir einfach in die Wiege gelegt, das zu... Scheiß, ey. Es ist so lächerlich, ne? Es ist so wahnsinnig lächerlich. Ich hab dafür keine Worte mehr. Ach du Ich hab Scheiße. Dafür einfach keine Worte. Wie geil ja. kann man denn sein? Ja, die nee, also, Junge, nee, mach doch mal, du bist ja. so eine geile... Ich wollte erst nicht No-Guard spielen, sondern Guts. Ich bin so froh, dass ich mich umentschieden habe, Alter. Oh, ich bin sogar so schon schneller. Ja gut, nevermind. Dann hat sich das jetzt nicht gelohnt. Mach mal, Space Speed ist nämlich eigentlich schneller. Ich dachte, du spielst Max Speed. Nö. Nee. Dass du aus irgendwelchen Gründen nicht Wuchtschlag jetzt drückst. Ja, Kusch hat mal wieder nur durch Hex gewonnen. Anders kann nur der junge Mann Hex, halt auch ja. nicht gewinnen. Es ist der Wahnsinn. Und dann, ja gut, ne? Es gab auch, wie gesagt, ein Match bei Kusch. Da habe ich hoffentlich einfach gewonnen, weil wir nehmen dieses Match vor dem anderen auf. Und würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder. Ach, ein das wunderbarer stinkt. Anfang. Darf du mich zu find für die heute gehofft haben? Finde ich sehr richtig, dass das stinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, bye bye. Tschüssi.